Und schon geht das Datenzentrum down. Na, 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 na. Oh. Und das war's. Sehr schön, nice. I wonder if anybody got a backup before they evacuated. Mission complete, Commander. Das gucken wir uns auch nochmal an in der Wiederholung. Bam!
Sieht ja aus. Das war's mit dem Datenzentrum. Sehr schön. So. Ich sag einfach mal so. So, jetzt haben wir eine Zylonflotte bei Helios Alpha. Bei Icarus. Keine bewohnt. Die können wir da erstmal so lassen. Plünderer? Ja, wie soll ich da jetzt hinkommen? Ich muss erstmal zusehen, dass ich Finanzpunkte kriege. Sagten jetzt unsere. Cylon forces have been roaming this colony's border. No civilians are present, so maximum force is encouraged. Sir, data on the attack is still incoming, but emergency services are estimating casualties in the hundreds. Reports confirm most are non-fatal, which... Das würde uns 800 Finanzpunkte bringen. Sehr schön. Kane's agreed to provide an escort for a PyCon Medical Corps attachment out of Helios Alpha. But it's your problem to figure out how to get them there. Her words, not mine. Sagittarian hasn't lifted their border embargo since the attack. At this stage, we've only got permission to take Dr. Cottle and his team to Aralon. Oh, Dr. Cuttle. Das ist ja toll. Er wird später Arzt auf der Galaktika. Zylon haben Aralon und Sagittarion aus dem Orbit mit Chemiewaffen angegriffen. Welche Chemikalien dabei genau verwendet wurden, ist bisher unklar. Das medizinische Korps von PyCon hat um eine Eskorte durch die koloniale Flotte nach Aralon gebeten. Das Grenzembargo von Sagittarion hat weiterhin Bestand. Das wird uns 480 Thylium und 800 Finanzpunkte bringen. Damit könnten wir dann schon fast den ersten Bauplan von dem Battlestar kaufen. Worauf ich hinaus will. Aber das würde ich sagen, machen wir ein anderes Mal. Also mir hat das Spiel super viel Spaß gemacht und macht es auch immer noch Spaß. Ich freue mich dann, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Battlestar Galactica Deadlock.